eine neue Währung, die heißt Bitcoin. Oder ich sollte nicht sagen Währung, ein mögliches Tauschmittel, das einige Menschen wohl mögen. Das nennt sich Bitcoin. Das wäre wunderbar, wenn... Also ist das geil. Geld, mögliche Geldangebote sich weiter verbreiten oder eben auch die Menschen zunehmend sparen. In das ist so witzig. Das ist 7 Jahre her. Es ist 7 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann wurde denn Bitcoin überhaupt gegründet? 7 Jahre, also das heißt, das war ja, das war dann 2014. 2014 hatte ich eine Podiumsdiskussion in Frankfurt und da waren dabei Wolfgang Grupp, Professor Polleit, Antonio Somese, Thorsten Schulte, der Silberjunge, und Frank Schäffler von der FDP. So, die hatte ich alle eingeladen und wir haben in der Runde gesessen in Frankfurt vor einem großen Publikum in der Messehalle in Frankfurt. Wirklich großes Publikum. Und dann habe ich so gefragt in die Runde, wie ist das so mit Euro und mit Währungswettbewerb weltweit etc.? Und dann sagt Professor Polleit, ja, es gibt ja jetzt so eine neue Währung, obwohl das darf man gar nicht Währung nennen, die heißt Bitcoin. Und das finden wohl alle ganz toll. Ich weiß gar nicht, wo damals denn der Bitcoin-Kurs stand. Keine Ahnung, bei einem Dollar oder so von mir aus. Und da hat er gesagt, es wäre doch toll, wenn so ein Währungswettbewerb entsteht. Und nicht nur die eine staatliche Währung, auf die keiner sozusagen den Einfluss hat, außer der Staat oder die Zentralbank selber, sondern wenn es auch einen Wettbewerb gäbe. Ja, dass sozusagen sich gute Währungen entwickeln und schlechte Währungen dann wieder verschwinden. Und so lustig, oder? Weil das fiel mir nämlich gestern ein. Gestern habe ich eine Anfrage bekommen von einem Kunden und der wollte 10.000 Euro überweisen und hat gesagt, kann ich dir das auch in Bitcoin überweisen? Und dann habe ich gesagt, oh du, da muss ich erstmal fragen, das weiß ich gar nicht. Weil ich habe da ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von. Also ich weiß wohl, wie Bitcoin funktioniert und was der Grundgedanke davon ist und wie die Blockchain-Technologie funktioniert, aber ich habe das noch nie benutzt und ich habe da ehrlich gesagt auch keinen wirklichen Bedarf sozusagen. So, und dann habe ich Philipp gefragt, sag ich, wie ist das? Du benutzt doch Bitcoin und so weiter, wie ist das? Kann man sich da einfach irgendwie ein Konto anlegen und dann damit bezahlen und kann ich das dann auch auf unser Firmenkonto sozusagen transferieren? Wie geht das? Man kennt das ja von PayPal und so weiter. Wir werden ja ständig irgendwie aus dem Ausland in PayPal bezahlt und so. Und das geht ja ganz normal. Das kommt dann auf den PayPal an und dann transferiert man das aufs Firmenkonto, aufs Girokonto und fertig. So. Das kostet dann eine Gebühr natürlich, logischerweise, aber damit habe ich auch bei Bitcoin gerechnet. So, was sagt Philipp jetzt? Das war für mich total überraschend. Ich sage, du hast doch Bitcoin. Wie macht man das? Er sagt, nee, mit Bitcoin bezahlen ist keine gute Idee. Ich sage, wieso das? Das soll doch eine Währung sein. Er sagte, nee, das ist viel zu unsicher. Also einmal bei dieser ewig langen Token-ID, ja, da, wenn du da nur einen Zahlendreher drin hast, dann ist das Geld weg. Und das ist blöd. Hat er recht. So, und sagt er, und was dir auch passieren kann, es ist ja so volatil, der überweist dir das Geld jetzt so und du siehst das 3 Stunden später und willst es transferieren und in den 3 Stunden ist der Kurs 50% abgesackt. Und dann hast du nur noch 5.000 Euro. Ne? Also das ist schon witzig, oder? Also es ist scheinbar tatsächlich eine reine Tulpenmanie, dass keiner mit Bitcoin bezahlen will, wofür es eigentlich gedacht ist. Sondern jeder will nur investieren. Also es ist ein reines Spekulationsobjekt gerade. Und das ist echt heftig. Ne? Es gibt zwar ein paar Unternehmen, die mittlerweile ja auch Bitcoin akzeptieren, so als Zahlungsmethode, aber ich befürchte, das wird kaum genutzt. Ich befürchte, dass die Leute selber lieber vorher kurz transferieren in Euro und dann bezahlen, falls die jetzt ein Bitcoin-Vermögen haben. Aber das ist schon schwierig. Ne? Also das riecht ja schon sehr nach einer reinen Spekulationsblase. Ne? Obwohl die Idee ja gut ist. Ne? Die Idee, wie gesagt, eines Währungswettbewerbs, da bin ich bei Professor Polleit, ist eigentlich eine coole Idee. International gab es das ja schon. Aber das ist dann auch, weißt du, innerhalb von jedem Land, vielleicht seine eigenen Kryptowährungen gibt und so weiter und sich das beste Zahlungsmittel durchsetzt oder auch einfach verschiedene so, ist ja grundsätzlich eine coole Idee. Ne? Aber wenn selbst die Leute, die Bitcoin besitzen, sagen, nee, bezahlen will ich damit lieber nicht, das ist so.